Hallo, meine lieben Freunde vom LS22. Willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Dieses Mal sind wir in der Kategorie Fahrzeuge bei den Gabelstaplern. Da sehen wir, dass wir durch die Mod zwei Modelle dazu bekommen haben. Also die beiden Modelle, die vorher auch schon im Spiel waren. Einmal den Manitou MC18-4 und Jungheinrich EFG S50. Wir haben bei den Staplern eine Markierung vor der Gabel bekommen und wir haben hinten an der Scheibe das Logo von Big Daddy Mods. Die Markierung hilft uns beim Autoload. Big Daddy hat die Gabel von dem Stapler mit Autoload versehen. Gekauft habe ich die beiden. Die stehen bereit und dann gucken wir uns das Ganze mal an. So, da sehen wir die beiden. Markierung vor der Gabel und hinten auf der Scheibe das Logo von Back Daddy. Und jetzt möchte ich euch den Autoload zeigen. Jetzt fahren wir an unserer Palette ran. Und können wählen zwischen Europaletten, Flüssigkeitstanks, Big Bag Paletten, Europaletten über Größe. Und hier beim Zucker die Standard Europalette. Der Autoload wird aktiviert, wenn ihr an die Palette ranfahrt und dieser Strich hier unterm Trecker die Palette berührt. Dann wird der Autoload ausgelöst. Also, ich fahre jetzt noch ein Stück weiter. Der Autolot hat Palette erkannt. Jetzt drücken wir auf Laden und haben die Palette auf der Gabel. Ich finde das super. Ich möchte behaupten, ich bin bestimmt einer der schlechtesten Staplerfahrer, die es in diesem Spiel gibt. Jetzt fahren wir an unseren Auflieger. Wenn wir jetzt abladen würden mit dem Autoload, würde er die Palette gegen den Trailer werfen. Also, wir fahren die Palette hoch, bis wir das Logo komplett sehen können. Dann fahren wir weiter ran, bis die Unterkante von dem Logo an dem Punkt angekommen ist, wo wir die Palette abstellen wollen. Und laden sie ab. Und so holen wir uns jetzt die nächste Palette. Wir brauchen auch zum Laden der Palette nicht ganz nach unten fahren. Wir fahren wieder schön gerade ran, bis der Strich unter dem Trecker in dem Logo berührt und können laden.
dann fahren wir wieder an unseren Trailer. Wir wollten da gerade ran. Jetzt können wir, um die schön gerade draufzustellen, müssen wir sehen, dass die Palette, die schon auf dem Trailer steht, am besten schön mittig im Logo ist. Dann fahren wir weiter ran. So. Noch ein Stück. So müsste es passen, dass das Logo mit der Palette einigermaßen bündig ist. Laden die Palette ab und haben sie tipptopp. Nicht ganz tipptopp, aber bei meiner Fahrweise auch wieder kein Wunder. Ihr müsst auch beim Abladen, ihr müsst darauf achten. Jetzt sieht man das, dass der Marker einig oder die Gabel einiger, also die muss schon ziemlich gerade sein, nicht einigermaßen. Wenn ihr die hundertprozentig gerade habt, wer damit geübt ist, der wird das auch hinkriegen. Dann stehen die Paletten auch tipptopp übereinander. Machen es hier nochmal. Fahren an die Palette ran. Lassen Sie uns aufladen vom Autolot. Fahren so gut wie ich es kann, gerade vor die andere Palette. Fahren das Ganze hoch, bis wir das Logo wieder komplett sehen können. Und ja, doch, das sieht jetzt ziemlich gerade aus. Und laden ab. Und die Paletten stehen schön sauber übereinander. Wir werden in der nächsten Zeit, oder nicht wir, sondern Big Daddy wird in der nächsten Zeit noch ein Update rausbringen zu dem Autolot für die Palettengabel, um das Verrutschen etwas zu sichern. Also das Verrutschen der Palette beim Fahren. Er hat sich auch schon was einfallen lassen, um das zu verhindern. Also wenn man jetzt, ich sag mal so, wir laden die Palette mal auf. Müsste, ja, ist drinne. Hey. Holen uns die da wieder runter vom Stapel. Und fahren mal ein bisschen zügiger in die Kurve. Dann rutscht die Palette runter. Das ist, weil wir im 22er haben die Paletten keine Kollision. Deswegen können die trotzdem vom Gabelstapler, von der Zange, nicht Zange, von der Gabel runterrutschen. Und um das zu verhindern, hat Big Daddy sich schon was einfallen lassen. Also es wird bald ein Update dazu geben. Aber bis dahin können wir ja ein bisschen vorsichtiger fahren. Zack, wieder aufgeladen. Also wenn ich so gut mit dem Stapler umgehen könnte. Also ich finde diesen Autolot sehr praktisch.
Ihr braucht dafür, für diese Mod, die Autolot-Spezialisierung. Wenn ihr sie noch nicht haben solltet, werde ich sie euch in der Videobeschreibung verlinken. Big Daddy Mod wünscht euch mit dem Stapler Autolot viel, viel Spaß beim Stapeln. Und ich wiederum werde, glaube ich, jetzt noch ein bisschen üben, damit es dann nächstes Mal ein bisschen besser klappt. Wenn ich so. Euch viel Spaß bei dieser Mod. Stapelt schön eure Paletten. Lasst ganz viel Grüße und ganz großes Danke an Big Daddy. Und bis dahin, ciao, ciao.